So, das war's dann wohl mit dem Behördenschreck Johannes Müller. Auf seine legendären Sprachnachrichten und Telefonate müssen wir leider in Zukunft verzichten. Der ist irgendwann mal falsch abgebogen, hat dann den Schlag nicht gehört, Verfahren hat er ja schon genug gehabt. Ja, und jetzt sitzt er in der Psychiatrie. Aber da kriegt er dann endlich mal geholfen. Ich habe jetzt noch ein Video, eines seiner letzten aus letzter Woche, da ging es um eine Richterin. Habe ich jetzt noch zusammengeschnitten. Muss man eh, der hat eine Ausdrucksweise teilweise. Die würden einen lebenslang auf YouTube sperren. Aber schaut es euch an. Zum Gedenken an Johannes Müller. Kriegs- und Menschenrechtsverbrecherin Frau Dr. Mitarbeiterin der Firma Landgericht München. Ja, Frau Dr. Ich werde Ihnen im Folgenden erläutern, wieso Sie erwiesenermaßen Kriegsverbrecherin sind, Menschenrechtsverbrecherin, wieso Sie sich mannigfaltiger Straftaten schuldig gemacht haben. Schlussendlich werde ich Ihnen erläutern, wieso Sie in Kürze mit der Todesstrafe auf Basis gültigen Rechtes zu rechnen haben. Ich habe am heutigen Tage mal wieder ein Schreiben erhalten, in dieser Form. Dieses Schreiben kommt von einer Frau Doktor, die sich selber illegalerweise nennt Richterin am Landgericht. Ihr Schwachsinnskonstrukt von wegen Personen und juristischen Personen ist völliger Blödsinn, weil es verstößt gegen Artikel 4 der Menschenrechte, die untersagen, explizit jede Form von Versklavung, egal ob passiv oder aktiv. Es gibt keine Menschen als Sachen. Ihr Schreiben ist nicht unterzeichnet. Damit ist es sowohl inhaltlich als auch formal so viel wert wie Klopapier, wie ein Aldi-Prospekt. Ja, Frau, Sie haben zahllose Straftaten begangen, die alle dokumentiert sind. Sämtliche Dokumente gehen postwendend an das US-Militär. Die freuen sich sehr darüber. Es sind hunderte von Schreiben mittlerweile. Sie haben sich schuldig gemacht. Punkt 1, Amtsanmaßung. Punkt 2, Nötigung. Punkt 3, Erpressung. Punkt 4, Betrug. Punkt 5, Verrat am deutschen Volk. Punkt 6, Hochverrat am Deutschen Reich. Punkt 7, Bandenkriminalität. Und dann gibt es noch zahllose weitere, die erspare ich mir. Inhaltlich, in Ihrem Wisch, in Ihrem geisteskranken Riesenpamphlet gehen Sie ein auf einen Blödsinn von einem Graf, ein Doktor. Wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, es gibt keine Rechtsanwälte. Dieser Wahnsinnige will eine Viertelmillion oder was es war, ich weiß es gar nicht, erpressen. Lächerlich. Und sie terrorisieren und tyrannisieren Menschen des deutschen Volkes auf Basis von absolutem Schwachsinn. Komme ich zurück, was Sie erwartet. Im Kriegsrecht, Frau S. zählen die Chefgesetze. Ich habe Ihnen vorgelesen, Sie haben verstoßen gegen Artikel 5, Position 9. Es gibt keine Richter, Staatsanwälte, Notare und Rechtsanwälte. Und wenn Sie ganz am Anfang schauen von den Chefgesetzen, dann steht dort explizit, dass Verstöße gegen das Kriegsrecht bis zur Todesstrafe geahndet werden. Sollten wir bereits per Friedensvertrag, per Unterschrift zurück sein in unserer gültigen Verfassung aus 1871, dann erwartet Sie aufgrund Ihres Hochverrates am Deutschen Reich und des Verrates am deutschen Volk gleichsam die Todesstrafe. Ja, Frau, um Ihnen mal ein Gefühl zu geben für den Wahnsinn, den Sie betreiben. Das ist nur einer von vielen Ordnern aus der Zeit seit Anfang 2020. Davon haben meine Familie und ich zahllose. Wir haben an die 80 bis 100 Erpresserbriefe, Nötigungen, Betrugsschreiben und dergleichen gekriegt von den Wahnsinnigen, wie Sie eine sind. Und alleine dieser Schwachsinn hier, der auch, ja, im Zusammenhang steht mit dem Blödsinn, den Sie da von sich geben. Es ist alles genau das Gleiche. Es ist Terror,
es ist Tyrannei. Sie haben alles versucht. Sie haben versucht, ja, meine Familie und mich nach Strich und Faden zu demütigen, einzuschüchtern. Ich habe ihr mehrere Schreiben, wo sie Haft androhen. Sie versuchten sogar, die sich da Psychologen oder was auch immer nennen, irgendeine geistige Umnachtung zu attestieren. Meine Familie und ich, wir wurden viermal Opfer von bewaffneten Raubüberfällen, von dreimal 20, einmal 8 irren Psychopathen der Constelis, Dienststelle Fürstenfeldbruck, mit Sicherheit auch mit Beteiligung von Verbrechern der Firma Verfassungsschutz Bayern. Die haben uns hier viermal die Bude auf den Kopf gestellt, die haben die Terrassentür eingeschlagen, die haben alles geklaut, was wir an elektronischen Geräten hatten. Ich saß sogar eine Viertelstunde mit Handschellen im Auto. Die hatten noch nicht einmal eine Unterschrift auf ihren Schreiben. Die kamen mit 20 Wahnsinnigen, mit einem Blättchen, da stand drauf Beleidigung, mit 3 VW-Bussen plus Privatwagen, ja dann teilweise nur noch mit Privatfahrzeugen, weil sie halt natürlich als Verbrecher unterwegs waren. Ab dem dritten Mal haben die sich noch nicht mal mehr Mühe gegeben, irgendeine Vorführung, ein Schauspiel zu machen. Sie haben sich offen dazu bekannt, dass sie Verbrecher sind. Sie nennen sich Polizisten, sie sind aber Söldner der Constelis. Schauen Sie, Frau, seit 20 Monaten mache ich dieses Spiel mit. Ich weiß, dass wahrscheinlich die allermeisten anderen Menschen daran zerbrochen wären. Was Sie aber übersehen ist, ich konnte Anfang letzten Jahres bereits spüren, dass unser Herrgott meine Familie und mich beschützt. Ich konnte das fühlen. Ich konnte spüren, dass er mir eine Aufgabe gegeben hat. Eine Aufgabe beizutragen, ein kleines Stückchen in diesem Prozess, in dem Prozess der Menschheitsbefreiung, in dem Prozess der Aufdeckung des Satanischen, des Dunklen, in der Exponierung von all den zionistischen Verbrechern, wie sie eine sind. Und bereits Anfang letzten Jahres war es mir völlig egal, zu was für Konsequenzen das für mich persönlich führt. Ja, ich habe jetzt 20 Monate als selbstständiger Unternehmer nicht einen Cent Umsatz gemacht. Sie und Ihre ganzen Verbrecherkollegen haben mir alles geklaut, meine ganze wirtschaftliche Grundlage, mein Arbeitsmaterial, sämtliche Daten. Aber der liebe Gott hat sichergestellt, dass ich prima durchkam. Ja, Frau, Sie sind Teil des Satanischen. Sie haben sich abgewandt vom Menschsein. Sie haben keinerlei Empathie, Sie haben keinerlei Moral, Ethik, Redlichkeit, Ehre. Sie sind ein Feind des deutschen Volkes, Sie sind ein Menschenfeind, Sie sind ein Menschenhasser. Irdisch-rational ist es nicht erklärbar, wie man derart wahnsinnig sein kann, solch einen Schwachsinn zu machen. Wie man derart satanisch, dämonisch besessen sein kann, wenige Tage vor der Erlösung immer noch solche Erpresserbriefe zu schicken. Es war Ihre Entscheidung. Noch einmal in aller Deutlichkeit, Frau, Sie werden in Kürze, und da reden wir von Tagen, Ihr irdisches Leben verlieren. Ja, Frau, aus irgendeinem Grunde wurde mir geschenkt, ich habe nie Angst gehabt. Ganz bestimmt nicht vor solchen, ja, vor solch einem Abschaum, wie ein Drittel des Volkes, unter anderem Sie, es darstellen. In Worten kann man das gar nicht ausdrücken. Diese Niedertracht, dieses dunkle, satanische, dieses menschenfeindliche, es wird beendet. Es wird beendet von unserem Herrgott und in der irdischen Umsetzung natürlich von den sogenannten Whiteheads, der Internationalen Militärischen Allianz. Es war Ihre eigene Entscheidung, Ihre Wahl. Sie tragen die volle, vollumfängliche Verantwortung für Ihr Handeln.
Gedanken sind frei. Lasst Johannes sein! Lasst Johannes sein! Lasst Johannes frei! Lasst Johannes frei! Lasst Johannes frei! Lasst Johannes frei! Ja, ich habe jetzt angerufen, er ist angekommen, er fühlt sich nicht wohl, aber er ist angekommen und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Ein Winken ist leider nicht mehr. Aber das könnte ich machen. Das kann ich nicht. Wie reichen Sie da so von heute?